Moin, moin, liebe Leute, wir spielen mal wieder eine Adventure Map, diesmal von Let's Play 0815. Ich hoffe nicht, dass der Name Programm ist und. Ah, verdammt! Hinter mir Also, steht ein Untoter, der Schnitzel ins Wasser geworfen Brains. hat. Tageslicht, ich brenne. Ah! Okay. Nein, diesmal nicht. Oh. Diesmal nicht. Du bist ein ganz besonderer Zombie. Ich habe Sonnencreme. Wir schaffen die Map nicht. Ja, ich habe ja den Mod drinne, aber ich habe übrigens Fly erlaubt für den Notfall, weil ich mir sowas schon denke. Och, guck mal. So, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe immer noch die Schnitzel in der Hand. Sieht immer noch nicht sehr rätselig aus. Nee, bisher nicht. Oh, Moment, da steht was. Verrückt! Ich! Das hätten mir die Stimmen im Kopf gesagt. Das könnte von mir sein. In meinem Kopf hat das noch gerade noch Sinn gemacht. Macht die Musik lauter, ich sehe sonst nichts. Ist auch sehr geil. Hier, für dich. Was? Bananen sollten im Bundestag mehr Beachtung finden. Finde ich allerdings auch. 7 ist eindeutig mehr als 3. Halt, stopp! Jetzt zocke ich! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Kant. Alles verlief nach Plan, nur der Plan war halt kacke. Finde ich auch sehr nett. Lass mich, ich kann das O kaputt. Wer Frauen versteht, kann durch Null teilen. Noch mehr? Tatsache. Wer anderen einen Döner brät, Der hat der Gerät? hat vermutlich der Gerät, Ja. ja. War irgendwie zu erwarten. Du hast dich bekleckert mit Ruhm. Damit kann ich leben. Das liegt östlich vom Äquator, du Noob. Hast du morgen Zeit für eine Überraschungsparty? Deine Mutter stinkt nach Fisch. RTL sagt Balls. Nichts reimt sich auf Uschi. Der Klassiker. Hier sitzt, wer da sitzt. Verdammt! Ich habe auch gelesen. Hier ist ein Loch im Boden. Wir könnten. Ist das nur zwei tief oder was? Ach Ja, nee. hier ist nichts. Okay. Wow, das ist cool. Ich finde auch das Dach sehr angenehm beleuchtet. Ja, solange kein Loch drin ist. Ist hier was? Kann eigentlich gar nicht, weil auf der anderen Seite ja der Raum offen ist, also von daher. Ich will auch rein. Ich frage Und mich es reicht. gerade, wo die Map rätselig wird. Hier ist eine Workbench. Vielleicht da unten. Vielleicht ist es das Rätsel, die Rätsel zu finden. Ein interessante Dings. Minecraft Bisschen zu. rufen, Minecraft rufen. Minecraft einschieben. Okay. Burg, ich weiß nicht, ob das die Pyramide, die Rätselpyramide ist, die ich suche, aber ich bezweifle es gerade. Aber Zombie fährt trotzdem mal weg. Dann rufe ich mir auch mal Minecraft. Vielleicht finden wir ja irgendwann noch das Adventure. Zombie und Endzeitkind auf der Suche nach dem Adventure. Ach Irgendwie hat ja. das nicht so ganz geklappt und mein Minecart ist an mir vorbeigefahren. Das sind wie diese Busfahrer, wo die sehen, dass du dem Bus noch Ja, hinterher was? rennst und dann kurz bevor du vor der Tür gehst. Es war ja auch mal so dreist, da bin ich an der Bushaltestelle gestanden und der Bus ist einfach vorbeigefahren. Das hatte ich auch schon mal, der war zu voll, hast aber auch gesehen. Die Gesichter pressten sich an die Scheiben. Jetzt kam mein Minecart zurück. Ich war immer noch, ich weiß nicht, wohin ich fahre. Ja, ich komme gleich nach, wenn ich irgendwann mal mein Minecart bekomme. Stehen bleiben. Ja. Es ist wieder an mir vorbeigefahren. Wo zur Hölle bin ich? Ich bin auf jeden Fall bei keiner Rätselpyramide. Das ist eher ungut. Du hast eine tolle Map ausgesucht. Das war die größte. Ich habe mir gedacht, hast du wenigstens was. Nur leider funktioniert diese nicht aktivierte Booster Rail nicht und das Minecart einfach flitzt. Und jetzt ist keins mehr da. Würde ich wenigstens irgendwas, was wenigstens ansatzweise nach Adventure aussieht, finden? Hast du die Map eigentlich schon im Singleplayer einmal angeschaut? Das spawnt man ja woanders als im Multiplayer. Ja, das spawnt man da, wo du bist. Ach, im Singleplayer an sich. Nee, habe ich nicht. Ach so, würde ich mal empfehlen.
wüssten wir vielleicht, was damit, wie die aussieht. Sah mir hier immer schon sehr pyramidig aus, ne? Und Das ist ein Viereck mit einem Lavadach. Warum sollte das eine Pyramide sein? es sieht pyramidig aus. Ich versuche hier gerade irgendwas zu sehen. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, weil du die Musik noch so laut hast, die musst du erst leiser drehen. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Geil. Ja, schon, ne? Wir können uns ja einfach mal ein bisschen umgucken, vielleicht finden wir es. Komm mal rum hier. Ich fliege doch schon wie ein verrücktes Huhn die ganze Zeit rum. Ich finde gar nichts. Ich randaliere sogar und schlag die Fenster hier ein. Mann, das wollten wir uns doch für später aufheben. Wäre froh, wenn ich Ich habe überhaupt. den neuen Flymod drin, halt wegen hier Zombies und so. Wegen Multiplayer. Und komme voll Aha. nicht damit klar. Drücke mal die falschen Tasten. Und binde es doch auf andere Tasten. Hier ist eine Pyramide. Wo war's hier? Warte. In der TP. Pyramide mindestens auf Easy stellen. Zombie. Es ist jetzt eher Kacke, oder? Nur ich nehm's aus Kiste. Ja, hier ist es richtig. Ich hab's gefunden. Ich hab das Adventure gefunden. Wie teleportiert man sich nochmal? TP, Endzeitkind, Zombie. Na gut, ich dachte, man kann den ersten Namen weglassen, aber anscheinend nicht. Nein, nicht wenn du Plugins, wenn du keine Plugins drin hast und du hast keine Plugins drin. Nö, ich habe jetzt den ganz Hätte normalen ich den Server. Server gehostet, dann hätten die Plugins. Ja, aber dann hätte ich dir 70 Megabyte Map schicken müssen. Hier, so sieht das aus. Blablabla. Hallo. Oh, so Ah. schön blau. Es hat sich nämlich noch nichts aufgebaut bei mir. Cool. Ich hoffe, es baut sich noch mal irgendwann was auf. Ah ja, jetzt langsam. So, ja, ich würde sagen, dann... ich flieg noch. ich würde sagen, dann muss ich mal einen Cut machen, ne? Warum? Wegen Easy und so. Jetzt machst du es live. Du bleibst im Spiel und restartest den Server sofort. Na gut, mach einen Cut. Okay, bis gleich. So, jetzt sind wir auch wieder da. Friss das. Oh, Fleisch. Fleisch, der Jute. So, das aus den Kisten dürfen wir übrigens nicht nehmen. Oh, sehr, sehr schön. Verständlicherweise. Hier ist das Adventure, hier ist der Eingang. Aber Kisten. Nein, die ignorierst du. Böse, aus. Menno, Menno. So, was haben wir denn hier? In der Pyramide mindestens auf Easy stellen haben wir gemacht. Map von Let's Play 0815. Keine Blöcke abbauen oder setzen, außer du bekommst den Befehl dazu. Den Befehl, du baust jetzt sofort einen Block ab, du Kacknoob. Bei den Kakteen den Weg nach unten nehmen und keine Cheats benutzen. Nur Items aus den Kisten benutzen, ja. Dann viel Spaß mit deinem Schwert, ich krieg keins. Ja. ja. Mach nur die Tür auf und sehen nur Creeper vorbeilaufen. Hallo. Wir sollten irgendwo den Weg nach unten nehmen, Warte, ich rette dich. ne? So, wo geht's Okay. nach unten? 47. Pass auf! Aua. Ja. Boah, war das. Ich Boah. sah ihn nur an mir vorbeilaufen, da habe ich mich schon erschrocken, aber der war ganz auf dich Wie schreibe fixiert. ich dich? RAKINAZ. Nein. Guck doch einfach auf. Ich bin am Eintippen, ich kann nicht schauen. RAKANIAZ. Das ging mir zu schnell. Raka habe ich gerade. Ja, RAKANIAZ. Niaz. Danke sehr. Hallo. Bitteschön. Stimmt es eigentlich, dass man nur Rechtsklick auf dem Bett machen muss und das Spawn ist schon gesetzt? Man muss gar nicht drin schlafen? Also auch mit dem hier Monsters in der Nähe und so? Ja. Wüsste ich jetzt nicht, ich glaube nicht. Ich habe das nämlich unter einem Video gelesen. Ich klicke mal kurz so und dann hoffe ich, dass das einfach mein Spawn ist. Gut. Au. Ah, okay, hier geht's lang, glaube ich. Hier in Ich der bin Ecke. on the way. Ha, ich habe den Kaktus nicht mal berührt. Dieser Kaktus. Diese Das war aber eine Kaktusse. tolle Rätselpyramide übrigens. Ja, Angeblich. war toll, fertig. Aua, knapp.
Es war ein Blick für die Götter. Ein Anblick für die Götter. Man sah nur Dickst und drehst dich um. Aua. Ah. Schon schön, wenn man... Aber ich die sieht mag man... die Map nicht. Die sieht man aber auch echt kacke. Ach, die sind da drunter. Okay. Ja, danke schön. Boah, was eine Trollmap, ne? Gott, dahinter geht auch noch Lava auf. Verdammt. Ja, wo war die Pyramide? Komm zu mir, ich spawne bei der Pyramide, weil ich das Bett angeklickt habe. Ah, okay. Hatte. Erst meinen Namen, ne? Ja. Ich heiße so ja gar nicht in Minecraft. Verdammt! Rätselpyramide, voll die Trollpyramide. Und ich spawn natürlich direkt auf den Druckplatten. What the... Bei mir hat sich das noch nicht ganz aufgebaut und da glitschten überall warte, die... Warte, warte, geh weg. Ich will dich nicht in Lava schmeißen. Ja, ich dich auch nicht. Alter, ich spawn aus dem Bett und da stehen drei Zombies vor mir. Ja, immer in guter Gesellschaft. Ja. Mit mir ist man immer in guter Gesellschaft. So, jetzt gehe ich wieder runter, renne in den Kaktus. Reiß ich ich versuche dann... Dahinter geht auch noch auf. Ja, dahinter geht... Also muss man quasi in der Tür... Ich drehe mich nur um, sehe nur noch in deinen Kopf aus dem Stein gucken. Herrlich. Ich wollte sagen, also muss ich quasi in der Tür stehen bleiben. Ja, muss ich in die Tür stellen. Boah, wie pervers. Oben sind zwei Schalter in der Pyramide. Diese deaktivieren die ersten zwei Fallen. Oh. Es steht jetzt da, nachdem du in der Tür jetzt bist. Da, nachdem du die ersten zwei Fallen hinter dir hast. Ja, sehr nett. Ich such mal. Bestimmt in der Ecke hier. Ne, Moment, das kann ja gar nicht sein. Bestimmt in den vorderen Ecken. Ich finde, da ist ein Schalter. Verdammt. Gut. Okay, hier ist jetzt auch die Tür aufgegangen. Gut, dann habe ich die schwerwiegendere Falle ausgeschalten, denke ich mal. Ja, darfst nur nicht wieder auf die Druckplatten rennen. Ich stehe übrigens immer noch in der Tür, ich warte eben auf dich. Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist aber auch mies, aber gut gemacht. Sabotage. Aber gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Du darfst nur nicht wieder auf den Knopf drücken hier. Ich glaube, dann gehen sie trotzdem auf. Echt? Ja, der hat nur die Tür aufgemacht quasi, dass du nicht mehr auf den Knopf drücken musst. Wenn du geht los? Ich habe Angst, dass du den Knopf drückst, wenn ich ehrlich bin. Ich hab nur geschaut. So, oben sind zwei Schalter, die aktivieren die ersten zwei Fallen. Super, haben wir schon erledigt. Erstens, direkt davor stellen, Knopf drücken. Drei hoffen. Zahl oben aus der Pyramide, ja super. Ich weiß die Zahl. Ja? Nein. Doch, das war richtig. Ich hab da gar nichts gesehen. Hallo. Wichtig, eine Schippe, du darfst. Schaufel und Steak. Wir sterben hinter ja eh Steak. Beide gleichzeitig immer. Das Schild hängt schief hinter dir. Das Schild hängt, aber... Wir haben die Wahl zwischen Leben und Tod. Ich nehme den Tod. Nein, ich nehme den Tod nicht. Ich bin untot. Ja. Okay, dann gehe ich durch den Lavagang. Ach, welche Freude. Hey, der andere ist hier schöner. Komm mit, komm durch Tod. Ja, ich bin doch hier. Durch Leben, tot. Meinst du? Ich bin doch schon tot, du musst durch Tod gehen. Das ist viel cooler. Ja, deswegen hast du mir auch die Schippe gegeben, weil ich mich durch die Scheiße durchgraben muss, ne? Ja, hab ich mir doch gedacht. Achso, und Lava hinter, natürlich. Ich hoffe, du hast wieder zugebaut. Kann ich da denn durch? Wie denn bitte? Weiß ich nicht, vielleicht ist das nur ein Block Lava quasi. Glaubst du das nicht im Leben? Nein, nicht wirklich. Ich schwimme dann einfach mal voraus. Wie ein kleiner Fisch. Blub, blub, blub. Toller Adventure, aber ich muss schwimmen. Ist wenigstens mal was anderes.
Ich konnte ewig lang nicht schwimmen, als ich ein Kind war. Ich auch nicht. Ich habe das relativ spät gelernt, wenn ich ehrlich bin. Ich mit 15 oder so. Ja, so spät war es bei mir nicht, aber bei mir war es auch relativ spät. Ich glaube So. mit, lass es fünfte Klasse gewesen sein, also mit 12, 13. Wir sollten einen Holzblock mitnehmen. Okay. Hast du dann ja. Hey, warte mal. Guck mal, ich falle aus dem Bett. Ja, ich bin Steig auch aus dem Bett mal gefallen. aus. Steig mal aus. Schau mal. Du bist im Bett bei mir. Oh, schade. Sieht bestimmt Aber lustig wir aus. müssten, glaube ich, dann jetzt hier den Spawn richtig setzen, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so ist, wie das ist, ne? Oder rennst du schon wieder vor durch die Türen? Ja? Okay. Eine Mr. Moorfalle. Ja, hier ist ja egal. Was? Die müsste doch wieder aufgehen, oder? Nein, besonders nicht, wenn ich einen Block über deinen Kopf setze. Menno! Ich mach den mit einer Holzschaufel kaputt. Den Und brauchen die wir übrigens. auch. Hüpf einfach ein paar Mal. Müsste aufgehen, oder? Ja. Solltest rauskommen, wenn du dich genug anstrengst. Ja, ich bin. Ich jetzt glitsch ich in Ich der Tür. warte. Ja, das kann sich nur um Stunden handeln. Yeah, ich bin in einer Mr. Mo. Ach, geht doch. Yay, wir können weitergehen. Folge dem richtigen Weg, wahrscheinlich dem, wo man nicht brennt. Folge dem richtigen Weg, Zombie, ab durch die Mitte. Hey, es hat funktioniert und hier ist Wasser, ja? Wo, ich sehe nichts. Du musst rechts um die Ecke dann. Hier so. Hier ist Wasser. Oh, fast tot. Was haben wir denn hier drin? Bist Eine du? Lederrüstung. Ich nehme Schuhe und Helm. Nimm einfach eine komplette, ich gebe mir auch eine. Der hat sich ja unter Oder uns so. beiden eine komplette Rüstung gedacht. Ich cheate einfach. Das sieht man jetzt voll öffentlich im Chat. Dam, dam, dam. Sonst sieht Okay. man immer öffentlich, wie wir unsere Tasten drücken, also von daher. Brauchst du Heilung? Ja, also ich brauche eigentlich nur Zeit, das ist das Problem. Okay, ich bin voll geheilt. Du. Wohin müssen wir eigentlich? Ich habe absolut keine Ahnung, ich versuche hier Aber was ich zu bewege mich sehen. irgendwie sehr langsam, das dauert ein bisschen. Kaktus, aua, aua! Kaktus, überall! Okay, ich bin an der Strömungsquelle angekommen, aber hier ist nichts. Okay, dann versuche ich mal die andere Seite. Ich lenke mich durch die Kakteen. Ja, das ist etwas anstrengend. Es geht aber, wenn man es ganz konzentrationiert macht. Au, Hä? au, Aua, au, aua. au, so nicht. Geht weg. So. Ah! Verdammt! Kriegt ihr mich nie? Ja, das sagt der Kaktus gerade auch zu mir. Okay, ich werde sterben. Ich werde sterben. Yep. So. Ich bin durch, übrigens. Ich teleportiere mich gleich zu dir, denn ich bin tot. Okay, spawn tatsächlich, oder? Doch an den Betten, obwohl wir gar nicht ganz drin geschlafen haben, oder? Ja. Man muss nicht ganz drin schlafen, man muss sie nur anklicken, sogar bei Tag geht es. Angeblich. Okay. Also, das wusste ich auch nicht. Ach so. Danke fürs Anzünden. Ja, mach, habe ich doch gern, habe ich doch gern gemacht. Ich kann es auch übrigens einfach ins Feuer, ins Wasser gehen. Ja, Mir das sollen die ist. wahrscheinlich nicht ausschlagen. Ich bin gleich wieder tot, weil ich nicht wegkomme. Ich habe nur ein Herz. Ja, ich habe die nur mal ausgeschlagen, Hier ist weil im Weg sind tot. so. Aber die restlichen dürfen wir nicht ausschlagen, weil wir da Genau. durchrennen müssen. Deswegen müssen wir eigentlich warten, bis unser Leben voll ist. Du hast nicht zufällig die ID von der Instant Healing Potion? Ja. Ist das Instant Healing Potion? Nee, das ist, glaube ich, totes Tier. Schmeckt Oh. wahrscheinlich genauso gut, aber. Gib Oh, das geht auch. mir auch ein. Geht zumindest schneller mich. Boah, mich regen aber diese Kreisel auf, ne? So, Regeneration ist weg. Ich könnte durchsprinten. Und den Knopf treffen. Hab den Knopf getroffen. Okay, ich warte eben noch. Da bin ich. Muss es den Knopf übrigens treffen, das Wasser kommt. Habe ich gedrückt. Da, hier. Lösche dich.
Wir sollten. Ach, du hast deine Rüstung eh gar nicht mehr. Gut, Da wir ist sollten die. sogar Potion of Healing drin. Gut, die Rüstung sollten wir auch in die Flammen werfen. Okay, nee, meine ist so, meine hängt am Kaktus. Auch wenn er jetzt sagt, you can only sleep at night, soll das funktionieren. Angeblich. Okay, werden wir sehen. Ne? Also ich werde vermutlich immer sterben. Ich, Tschüss. ja. Du kannst ja hinterherlaufen. Ja. Ich bin ja der, der aufnimmt. Da kann ich wenigstens mal viel mehr von der Map zeigen. Diesen schönen zwei hohen, nee, drei hohen Gang. Das Hey, ist gekonnt gemacht. hier steht was für dich, ganz sicher. Au. Da schau an der Wand. Tut mir echt leid, aber es musste sein, ja. Drei merken. Zwei merken. Okay. Tod merken. Du möchtest doch sicher eine Instant Heal. Schon weg. Ich wollte dir eine Instant Healing Potion zum Sichern geben, weil ich ja sowieso sterben werde. Hier ist Fe Feuerresistenz Potion, aber ich bringe sie dir nicht, weil ich gemein bin. So, da oben kommt eine Lava. Endzeitkind, wir müssen schnell die richtige Schalterkombination trinken. Da oben kommt Lava runter. Ja, dann find die mal. Ich stehe hier leider gerade auf einem Block und brenne. Ich hat's gefunden. Ich bin tot. Wieso stirbst du? Keine Ahnung, weil ich keine Rüstung habe, vermutlich, und brannte. Ich hab doch Anti-Lava-Tränke, frag mich doch. Ich bring dich um. Ich habe Fire Resistance, aber ich gebe sie dir nicht. Nein, aber es reicht nicht. You can only sleep at night und so. Das funktioniert nicht. Okay. Wie oft ich hier meinen alten Nutzernamen eingeben muss und deinen Namen eingeben muss, ist sehr interessant. Hier, nimm einen. Aber aufheben. Ja, habe ich. Gut. Okay, du hast die gefunden. Win. Win. Ich nehme die linke Truhe. Dann nehme ich die und dann damit machen wir alles kaputt. Ich würde sagen, du machst hier noch eine Rüstung draus. Ich schaffe es auch mit Diamantrüstung zu sterben. Ja, aber mit einem Feuerresistenztrank dazu. Lebst du ja vielleicht länger. Das mag sein, aber auch nur vielleicht.